Moin Moin, ich bin Tizian und begrüße dich ganz recht herzlich zu einer weiteren Folge des 17 auf der Ebsdorfer Heide. Und gestern haben wir ja schon festgestellt, wir wollen so langsam anfangen damit, hier wieder Gülle zu fahren. Es ist zwar jetzt noch ein bisschen, es liegt noch ein bisschen Gras auf der Wiese. Das muss jetzt auch noch eingesammelt werden, weil das ist so eine Grundsatzgeschichte von mir. Ich fahre halt noch keine Gülle irgendwo drauf, wenn noch der, wenn die, wenn der Ertrag noch da drauf liegt, also wenn die Feldfrucht da noch drauf liegt, das will ich einfach nicht. Weil ich dann einfach, ja, ich finde das unschön. Und, aber wir haben schon mal das große Güllefass da. Ich möchte mir auch nach der Aufnahmesession, das wird aber noch ein paar Folgen gehen, also noch ein paar Folgen wird es noch gehen, will ich mal gucken, dass ich, oh, hier ist auch noch was drin. Will ich mal gucken, dass ich für den IT-Runner irgendwie gülletechnisch was finde zum Transportieren und Überladen. Das gibt zwar dieses eine Fass, aber das ist. Das eine Fass, was es da gibt, ist, glaube ich, zum Verteilen auch. Das ist nicht zum Überladen. So habe ich das auf jeden Fall in Erinnerung. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das stimmt. Ich könnte das mal in einem anderen Singleplayer ausprobieren. Ja, ich glaube, in einem anderen Singleplayer werde ich das mal ausprobieren, bevor ich mir was anderes suche, ob man damit auch überladen kann. Aber das werden wir dann schon, das werden wir schon noch rausfinden. Das sollte das kleinere Problem sein. So, jetzt stellen wir den Kollegen erstmal auch noch mit hier ab. Wie gesagt, wir warten erstmal drauf, dass das Feld hier komplett eingesammelt ist. Ich will mal kurz gucken, wie das sonst so aussieht. Du bist unterwegs, das passt. Der steht da und wartet. Du hast zum Abladen noch was. Und du fährst jetzt gerade wieder rein. Ach, hier sind noch einige Spuren. Also das wird noch einen kleinen Augenblick dauern. Ich wollte mal mit dem Radlader ein bisschen loslegen. Und gucken, ob wir ein bisschen was zusammenschieben können. Ob wir da oben nicht noch ein bisschen mehr aufgefüllt bekommen. Jetzt ist die Frage, nehme ich das Schiebeschild dafür oder nehme ich. Ja, ich glaube, ich nehme das Schiebeschild dafür. Und dann einfach mal zu schauen, wie das da vorangeht. Ich bin ja kein so ein Profi, was das Zusammenschieben angeht. Aber ich übe. Und was ich auf jeden Fall weiß, ist, man sollte es langsam angehen lassen, ne? Richtig schön langsam und dann passt das auch meistens. Das ist jetzt gerade schon weggeploppt, nur weil ich angedroht habe, dass ich da vorbeifahre, oder was? So, wenn wir das jetzt hier so ein bisschen hochgedrückt bekommen. Ja, das ist natürlich noch bei weitem nicht das, was ich mir vorstelle. Ich möchte gerne noch mehr haben. Weil ich will hier hinten die Löcher zu haben, ne? Das ist es, wo ich eigentlich hin will. Ich will hier hinten diese Löcher zu haben, dass es hier hinten eine gestrichene Fläche schon ist. So, und dafür müssen wir natürlich noch ein bisschen mehr ranholen. So, zack. Vielleicht ist es auch wirklich schlauer, das mit dem Dings zu machen. Mit dem anderen Aufsatz. Aber andererseits habe ich jetzt hier auch schon eine gute Auffahrt wieder gebildet, ne? Das heißt, hier könnte man gleich hochfahren. So, mal gucken, wie wir jetzt hier hochkommen. Aber wie gesagt, ich bin da. Bin halt nicht so der Profi. Oh, letztens habe ich ja bei den. Bei Leo, bei den Burning Gamers wieder mitgespielt. Und da hat. Dominik hat das Silo festgefahren. Das war richtig gut. Der hat sogar ein bisschen außen. Hat halt nach außen ein bisschen was geschüttet oder geschmissen. Dass wir eine saubere Rampe haben, dass wir da noch reinfahren konnten. Das war richtig gut. Das hat mir richtig gut gefallen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das sah gut aus. Die anderen haben es zwar ein bisschen rumgespottet und so. Ja, bla bla bla. Aber so von der Funktionalität her war es gut. Also da kann man nichts sagen. So, hier ist voll. Da ist auch voll. Habe ich noch ein bisschen was drin? Nee, habe ich nicht. Aber doch so könnte man auch gleich hochfahren mit einem Anhänger, wenn der hier kommt. Das heißt, da dürfte schon was gehen. So, jetzt hier auch nochmal. Das ist halt dann alles nicht mehr so. Also das müsste eigentlich schon. Das müsste eigentlich was werden. So, zack, hier noch ein bisschen was rein. Sehr schön. Bla bla bla. Jetzt brauchen wir da vorne noch ein bisschen mehr. Obwohl, hier an der Kante liegt auch noch ein bisschen was rum. Mal gucken, können wir das ein bisschen besser verteilen. Wir haben halt hier schon eine Ecke fertig, sozusagen. Aber hier hinten ist noch nicht alles fertig, ne? Ich hole mir mal die andere Schaufel. Ich komme da ja auf jeden Fall hoch. Ich hole mir mal wie heißt das? Die Silagezange? Ist das die Silagezange?
Oder die Silage Gabel. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall gehen da ja immer 10 Tonnen rein. Und dann können wir da ein bisschen was. Können wir da ein bisschen was hochtransportieren und oben reinschütten. So die Idee. Zack. Das Teil hier meinte ich. So, den müssen wir auch mal aufklappen. Und dann werden wir uns da vorne gleich was abnehmen und damit einmal hochfahren und das dann da oben reinschütten. Zack. Genau. Komm her. Komm her, du Sau. So, dann werden wir damit mal rauffahren und hoffentlich oben das reinbringen. Ja, wir schaffen's. Wir schaffen's. Los geht's. Nein, wir schaffen's nicht. Doch, wir schaffen's doch. Ja, was? Ja, komm, es geht, es klappt. Es wird was. Es wird nix. Es wird was. Wir sinken halt hier überall nochmal ein, ne? Ganz kräftig. So, mal gucken, wie viel ich jetzt hier hinkippen kann. Auf diese Ecke. Und auf diese Ecke. Oh, nix, nix in das nächste, nicht in das nächste Silo was reinwerfen. Guck mal, da haben wir das doch schon mal zubekommen. Das ist doch nice. So, jetzt will ich mal gucken, ob wir von hier aus nach unten greifen können. Und uns das. Ja, nee, ne? Das geht halt sofort wieder. Das geht halt sofort wieder weg. Ich glaube, so ein Förderband ist doch gar nicht so eine doofe Idee, das mit einem Förderband hoch zu transportieren. Ha. Müssen wir mal schauen. So, wann kommt mal wieder was hier an? Die lassen sich ganz schön Zeit, ne? Die ganzen Flummis. So, zack, einmal zurück. Ich werde mal schauen, ob wir jetzt hier vorne besser hochkommen. Ist halt auch alles super steil hier, ne? Aber hier vorne wäre es auch gleich, wo ich hin möchte. Ja, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Jo, 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 jo. Und dann könnten wir nämlich hier schön langsam zurückfahren und kriegen das gestrichen voll. Ist halt auch immer noch die Frage, wie es dann irgendwann mal aussieht, wenn. Oh, solange es runterrieselt, wollen wir nicht zurückfahren. Sondern wieder noch ein Stückchen vorfahren. Hä? Hallo? Das war wieder so ein Moment, wo ich mir sicher bin, dass ich den richtigen Gang drin hatte. Also den Vorwärtsgang. Aber dann bin ich doch wieder rückwärts gefahren. Kennt ihr das? So, guck mal, da haben wir jetzt den Vorwärtsgang drin. Jetzt, oh, große Nachfrage, große Nachfrage bei der BayWa nach Sonnenblumen. Habe ich Sonnenblumen? Haben wir Sonnenblumen? Nee, haben wir nicht. Wir haben keine Sonnenblumen auf Lager. Es tut mir leid, ich kann dieser großen Nachfrage leider nicht nachgehen. Auch wenn ich es gerne, machen würde, aber es wird leider nichts. Habe ich schon? Oh ja, habe ich schon? Krass, ich habe schon ein Bild gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, von was. Vielleicht war das ein unabsichtliches Bild? Hm, witzig. Ich habe auf jeden Fall schon für diese... No! Ich hing fest. Ich habe auf jeden Fall schon ein Bild gemacht für diese Folge, glaube ich. Ha, okay. Ja, alles cool. Dann lassen wir das so. Achso, ich glaube, mit Gülle habe ich das gemacht, ne? So, aber von dem her reicht es jetzt auch hier. Das sieht gut soweit aus. Der S-Team ist nämlich jetzt auch mit seiner Aufgabe fertig. Krass, der hat sein ganzes Feld schon eingesammelt. Der ist echt schnell dabei, ne? Und der MF ist gerade hier angekommen. Das trifft sich auch gut. Dann kann man mal gucken, ob wir mit dir hochkommen. Ich weiß, du bist eigentlich einer der etwas Schwächeren. Aber vielleicht haben wir ja Glück, dass es doch klappt, dass wir hier ein bisschen weiter raufkommen mit dem Anhänger. Na komm, ein bisschen schaffen wir. Ein ganz klein wenig. Jo, das sieht gut aus. Dann wollen wir... Was, ich kann noch nicht abladen? Achso, verkehrte Tastenkombination. Mal wieder. Okay, jetzt müssen wir ein kleines Stück vorfahren. Kleines Stück vorfahren. Kleines Stück vorfahren. Immer Stückchen für Stückchen auffüllen und dann wird das auch perfekt. So, du hast immer noch was zu tun und um den S7 kümmern wir uns jetzt gleich im Anschluss. Der ist da, der ist da. Okay, hier ist der Kollege. Du bist eigentlich fast voll, ne? Fahrer entlassen. Ich werde ihn mal draufsetzen. Obwohl, nee, wir gehen auf die nächste Strecke. Und zwar gehen wir auf die 15 jetzt.
15, Wiese 15 Schwaden und Wiese 15 zur BGA. Oh, das ist aber ein komischer Kurs. Warte mal, Wiese 15 Schwaden, ja. Achso, das ist Wiese 15 von BGA zur BGA. Haben wir da keinen kompletten Kurs? Nee, ne? Dann brauchen wir Wiese 15 zur BGA. Dann brauchen wir... dann brauchen wir BGA. Ballen abladen war das, glaube ich, immer, ne? BGA, Ballen abladen. Das ist der Kurs. Und dann brauche ich wieder Wiese 15 von BGA. Wiese 15 von BGA. Und dann haben wir den Kurs komplett. Dann können wir das nämlich auch so machen, dass ich ihn hier vorne einfach auf den nächsten draufsetze. Dann fährt er nämlich auch erstmal zur BGA und lädt ab. Joa, tschüss. Viel Spaß. Sag mir Bescheid, wenn du da bist, aber das machst du ja eh automatically. So, ich will nochmal ganz kurz den Bulldozer etwas wegladen, wegräumen. Und dann können wir eigentlich mal gucken, ob wir das mit dem, mit der Gülle schon anleiern können. Aber ich glaube, der ist immer noch nicht so weit, dass wir im Endkurs sind, ne? Im Endkurs. Pass mal auf, wie sieht's denn hier aus? Nee, da fehlt immer noch ein ganzes Stück. Beziehungsweise hier liegt halt noch die ganze Schlusswurst sozusagen. Ja, wenn ich jetzt halt hier einen Güllefahrer rüberschicke, dann haut er mir die Jauche schon auf das auf den Schwad drauf und das will ich halt nicht. Dit will ich halt nicht, wisst ihr? Gut, dann bleibt das so, das bleibt auch so. Das kann man weg. Der hat hier noch ganz gut zu tun, ne? Haben wir eigentlich von dir schon ein Bild gemacht? Ich bin mir gar nicht so sicher. Ich glaube ja, irgendwann hatten wir schon mal eins. Dann brauchen wir da keins. Achso, wir können hier noch weitermachen mit Abladen. Siehst du, ich wusste doch, irgendwo ist noch irgendwas für mich zu tun. Das ist auch diese Geschichte. Ich finde halt auch immer irgendwas noch zu tun, ne? Ich finde irgendwie immer irgendwas zu tun bei mir auf meinem Hof. Es ist eigentlich... Auch wenn ich wenig Geld habe, es gibt immer irgendwas zu machen. Irgendwas geht immer. So, einmal das hier. Einmal aufgetankt, die ganze Karre. Das hat auch gleich wieder zig Milliarden gekostet, sozusagen. So viel wie das immer halt. Das ist schon teuer, ne? Tanken ist schon echt teuer. So, zack, einmal das. Aber wir kriegen ja auch gut Geld zusammen, ne? Einmal da vorne rein. Passt das von der Höhe? Ja, noch nicht ganz. Noch nicht hundertprozentig, aber jetzt. Oh no, wir haben ein Big Pack nach hinten geworfen. Naja, das kriegen wir dann aufgesammelt, sobald wir den Anhänger wegbringen. Das wollte ich jetzt ja auch noch gerne, ja jetzt nicht in dieser Folge, aber auf jeden Fall diese Aufnahmesession, wollte ich gerne schon den Anhänger mal komplett abgeladen haben und auch wieder zurückgebracht haben zum Händler und dann gegebenenfalls einen, also dann auf jeden Fall einen eigenen, oh nee, nicht reinstechen. Sondern so. Genau. Ja, den wollte ich halt gerne schon mal wieder wegbringen und einen eigenen gekauft haben. Dass wir echt mal gucken, dass wir so langsam die ganzen Geräte, die ich hier so ausgeliehen habe, irgendwie durch eigene Geräte ersetze. So nach und nach, ne? Ich hoffe ja, dass von dem Feld... Welche von den beiden Getreidefeldern, die wir abernten, dass da ordentlich was runterkommt. Dass wir da ordentlich was verkaufen können. Dass wir da gut Geld für bekommen. Das ist ja immer noch so meine ganz große Hoffnung. Weil die Felder sind ja sehr, sehr gut ertragreich gezüchtet. Auf jeden Fall sollte da guter Ertrag runterkommen, sagen wir es mal so. Das sollte möglich sein. Das können wir noch mal ein bisschen von der anderen Seite gleich schubsen, aber wir warten erstmal, bis ich die anderen beiden Big Packs da noch hingestellt habe. Das eine Big Pack für das, was ich dahinter geworfen habe, da müssen wir gleich erstmal gucken, wie ich da rankomme. Zack. Oh, der S7 ist am Überladepunkt. Da müssen wir auf jeden Fall mal hoch damit. Da müssen wir auf jeden Fall in der nächsten Folge gleich am Anfang mal hinspringen und schauen, dass wir den entladen bekommen. Nicht, dass der da so lange rumsteht, ne? Das wollen wir ja auch nicht.
Okay. Jetzt haben wir den endlich mal richtig aufgenommen. Zack. Das mal da hingestellt. Das sei da mal hingestellt. Und das werden wir dann in der nächsten Folge hier weitermachen. Ich bedanke mich bei dir ganz recht herzlich dafür, dass du wieder eingeschaltet hast. Danke für den ganzen krassen Support. Wenn es dir gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und wenn du möchtest, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Tschüss.